Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer U20-Vorschau auf die WM in Montreal und in Toronto. Heute nehmen wir erneut drei Stürmer unter die Lupe und wir fangen mit dem Genfer Damien Riad an. Der Damien Riad ist 19, spielt bei Genf und ist dort gross geworden. Sein Bruder, der Arno Riad, spielt ebenfalls in Genf und ist 18. Er wird noch in der U18 eingesetzt. Der Damien Riad hat 2016 den Draft in der Nummer 4. Als Nummer 177 ist er gezogen worden von den Washington Capitals. Er kann sowohl Center wie auch Flügel spielen. Für mich ist der Damien Riad gesetzt. Er ist im Sturm ein sehr guter Erstlinienflügel, kann neben dem Ischien und dem Türkauf eine bestimmende Rolle übernehmen. Er ist stark am Bulli und hat den direkten Zug aufs Goal. National ist er einer der aufstrebenden Stürmer, einer der jungen Wilden. Für sein Alter ist er sehr weit entwickelt. Seine Balance zwischen Körperspiel und wenn er sich zurückhalten muss, die ist sehr gut vorhanden bei ihm. Er ist ein Energiespieler wie der André Sambühl und kann sich auch im schweren Umfeld in Genf behaupten unter dem Chris Maxorli. Mir persönlich würde es nicht erstaunen, wenn er in den nächsten 3-4 Jahren den Sprung in die NHL würde schaffen. Dazu hat er eigentlich alle Tools, die es braucht. Er hat eine gute Spielübersicht, er hat ein sehr gutes Auge und weiss, wenn dass er kann vorchecken kann, wenn dass er muss sich zurückziehen muss. Er ist für mich einer der komplettesten Spieler in diesem Alter. Das Einzige, was mir manchmal noch etwas fehlt, ist der Mut zum Risiko. Aber auch das wird sich legen. Auch das wird er lernen in den kommenden Jahren. Von dem her, wie ich schon gesagt habe, ist Damien Riad gesetzt für mich an dieser WM. Als nächstes gehen wir auf Kanada über, und zwar zum Galvin-Türkauf. Der Galvin-Türkauf ist in Zug geboren und ist 2016 in der 7. Runde als Nummer 185 von den Columbus Blue Jackets gezogen worden. Er hätte von ihnen dieses Jahr schon bereits die Chance bekommen, in der NHL zu spielen. Aber das Team hat sich entschieden, ihn für die Ausbildungszwecke noch einmal zu den Junioren zu schicken. Ich denke, das war ein sehr guter Entscheid von den Columbus Blue Jackets. Denn im Galvin-Türkauf steckt viel, viel, viel Potenzial. Für mich kann er Center oder Flügel spielen, wie auch der Damien Riad. Aktuell spielt er bei den Kelowna Rockets und ist dort noch bis 2017 unter Vertrag. Für mich ist er ganz klar gesetzt an der WM in Kanada. Er ist ein sehr guter Power-Forward. Das heisst für mich, er ist schnell auf den Beinen, hat extrem viel Explosivität auf den Kufen, auf den Schläfen. Er kommt sehr schnell vorwärts, kann aus dem Stand raus schnell beschleunigen. In den Ecken, an den Rundungen der Banden, setzt er seinen Körper sehr gut ein. Er holt dort Böcke führen, Locher zu raus und bringt sie vor das Goal. Das ist eine von seinen Stärken. Das Jahr, wie ich schon gesagt habe, hat er fast den Sprung in die NHL geschafft. Aber lieber noch ein Jahr in den Junioren anheichen, als so schnell wie möglich in der NHL Fuß zu fassen. Für ihn ist das der richtige Weg. Für mich persönlich ist er neben Damien Riad und dem Denis Malgin am Nico Ischier einer der komplettesten Spieler an dieser kommenden U20 WM. Was er noch müsste machen, ist ein bisschen besser werden am Bulli. Aber das wird sich auch zeigen in den nächsten Jahren mit der Entwicklung. Das Bulli-Spiel, das jetzt als einziges Manko vorzuheben, ist zwar ein bisschen weit gesucht, aber es ist vorhanden. Und ich denke, der Galvin-Türkauf wird spätestens in einem Jahr ihr NHL das erste Spiel bestreiten können.
Kommen wir zum letzten Spieler vom heutigen Tag, der Yannick Zehnder. Er ist in Zug geboren und spielt auch beim EV Zug und hat dort einen Vertrag bis 2018. Sein Grossvater, der Robert Zehnder, war ehemaliger Präsident des EV Zug bis 1976. Sein Vater, der Hardy Zehnder, hat auch beim EV Zug gespielt, und zwar bis 1988. Darum ist ihm auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden, dass er zu Zug bleibt und zu Zug spielt. Wie aber kann ich den Zehnder einsetzen, den Yannick Zehnder? Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe ihn selber noch nie gesehen auf einem internationalen Parkett spielen. Ihn einzuschätzen ist für mich darum fast ein bisschen eine Gratwanderung zwischen zu viel zu sagen, zu viel zu versprechen und zu wenig Wissen zu haben. Darum lasse ich das lieber aus und lasse die Statistik sprechen. Wenn ich auf die Statistik schaue, dann ist der Yannick Zehnder ein reiner Scorer. Denn mit seinen Statistiken, die er bis jetzt hatte, hat er sehr gute Werte erzielt. Doch die Statistiken sind das eine. Das andere ist, wie dass er auf dem Spielfeld zur Geltung kommt. Und dort habe ich leider zu wenig gesehen, um eine definitive Beurteilung abzugeben. Aber ich denke, es wird nicht einfach werden für Yannick Zehnder, den Cut können zu überstehen und den Material dabei zu ziehen. Wenn er es schaffen würde, wäre es für mich eine grosse Überraschung. Aber eine positive Überraschung. Dann würde ich ihn sehen und dann könnte ich euch auch etwas mehr erzählen über ihn. Das wäre es für heute. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, wenn ich den letzten Stürmer, der jetzt aktuell in der NHL spielt, der Dennis Malgin vorstellen. Dort kann ich dir wieder etwas mehr sagen über ihn, als jetzt über Yannick Zehnder. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und hoffe, ihr geniesst ihn. Tschüss zusammen.